Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Unreal Engine 5 Tutorial. Heute zeige ich euch, wie man aus platzierten Actors im Level ein Blueprint Class erstellt. Lasst uns beginnen. Das wird ja ein kurzer Tipp. Also das Video wird hoffentlich nicht so lang. Ja? Also wir sind wieder im Third-Person Template und wir setzen hier im Place Actors zum Beispiel, nehmen wir mal einen Zylinder. Ja? Ein Zylinder, ja, hier zum Beispiel ein Triggerbox, ja, ein Triggerbox und ein Licht, ja, genau. So, wir hatten ja im letzten Video so, dass wir Blueprint Class so erstellt haben, also das ist das Herkömmliche, das ignoriert das mal einfach. Und hier im Content haben wir die Level Blueprint so erstellt, dass wir rechte Maustaste gedrückt haben, Blueprint Class, Actors und dann Blueprint, ja, üblich. Schreibe ich mal hier hin, üblich. Und dann klicken wir hier drauf, doppelt. Und haben hier unsere Komponenten zusammengestellt. Also zum Beispiel hier, ja, Zylinder, machen wir das mal gleich hier. Und dann haben wir hier Trigger, nee, das heißt der hier Collision, ist aber das gleiche. Ja, und Light, Point Light und ziehen das Ganze mal hoch. Ja. So, und dann haben wir eigentlich das gleiche Gebilde, was wir eben gerade im Level. Und dann haben wir hier quasi ein Blueprint. Jetzt, das ist die eine Methode. Die andere Methode, die meiner Meinung nach schneller geht, ist, dass wir die ganzen Komponenten quasi oder die Teile Actors hier reinziehen. Folgendes machen. Der nächste Schritt ist wichtig. Wir klicken die Triggerbox an. Die Reihenfolge ist eigentlich egal, aber wir markieren erstmal alle Teile, die wir in einer Class haben wollen. Und dann gehen wir hier in Blueprint, Convert Selection to Blueprint Class. Ja. Klicken hier einmal drauf und hier haben wir drei Optionen. Hier sind wir einmal beim Actor, Harvest Components, ja, und schreiben hier in unseren Namen BP und dann direkt im Viewport erstellt. Der Name ist egal und hier geben wir unsere quasi Location. Wir können sie hier beim Content oder je nach Belieben, in welchem Ordner wir gespeichert haben wollen, okay und okay. Und dann haben wir auch ein Blueprint Class, ja. Jetzt sehen wir das Ganze uns mal an. Genau, hier ist es abgespeichert. Also hier ist es der herkömmliche Weg, rechte Maustaste Blueprint Class. Wir tun unsere Komponenten einfügen und hier, wir markieren alle Teile, gehen hier hin und klicken hier einmal Convert Selection to Blueprint Class. Ist beides dasselbe, je nachdem, was ihr haben wollt. Manchmal bietet sich das Ganze an, direkt aus dem Level eine Klasse zu erstellen. Manchmal wollt ihr eine, ja, Blueprint Class auf einem konventionellen Wege erstellen. Ja. Das war's für heute. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Bis dahin, tschüss.